Ja, was wir seit langem beobachten, ist, dass in Deutschland und auch in Österreich ein relativ großer Widerstand gegen die Zurückdrängung oder gar Abschaffung des Bargeldes besteht. In anderen Ländern, in nordischen, skandinavischen Ländern beispielsweise, auch in England, in Frankreich oder in Italien, zahlen viele Menschen auch kleinere Beträge mit Kreditkarte oder Debitcards.